بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبقى في ماخن مدين في دليل ومن شان أقوم من دي رافضة يا شبهات شيعية وردود سنية هي الدرس Und wir machen Shalata al mit dem weiteren Widerlegung, weiterem Shubuhat weiter, nämlich Hadith al-Mansila. Hadith al-Mansila. Was ist dieses äh, Hadith? Äh, der Prophet sallallahu Alaihi Wasallam, liebe Geschwister, alles hier zum Raswa äh, Tabuk gegangen ist, Krieg von Tabuk. Ja? Äh, und äh, in diesem Krieg hat der Prophet sallallahu Alaihi Wasallam nicht zugelassen, dass hinter ihm jemand, äh, bleibt also in Medina, außer äh, aus, mit Ausnahme. ja Es gab verschiedene Ausnahmen, aber ansonsten mussten alle mitkommen in diesem Krieg und kämpfen mit dem Propheten. Die erste äh, Ausnahme ist diejenigen, die der Prophet selber zu denen gesagt hat, dass sie, dass sie halt bleiben in Medina. Ja?

Der zweite Ausnahme war ja, dass der Professor, diejenigen, die halt krank waren oder diejenigen, die halt ältere Menschen zum Beispiel, ja, oder diejenigen, die halt klein sind, ja, die können ja nicht zum Krieg, äh, mit, also mit, mit ins Krieg, ja, das ist der zweite Ausnahme. Der dritte Ausnahme ist natürlich die, die, äh, äh, die dritte Ausnahme ist natürlich die Frauen, der vierte Ausnahme die Kinder selber, ja, die Kinder selber, zum Beispiel Kinder, Frauen, diejenigen, die der Professor gesagt hat, bleibt in Medina und diejenigen, die krank waren, diejenigen, die älter waren, diejenigen, die keine Ahnung, äh, äh, es gab äh, Sahabi, die waren alle, die waren blind oder der eine war, äh, ja nee, waren zum Beispiel körperlich behindert. Natürlich dürfen diese Leute nicht äh, ins Krieg ziehen, ja, weil mit Behinderungen, ja, kann man nicht kämpfen, lieber Geschwister. So. Und das waren ja die, die Prophet selber halt gesagt hat, dass sie bleiben, ja? Und es, es manche Leute sind auch geblieben, weil die dem Propheten widersprochen haben. Ja, mukhallafun, ja, nennt man das. Nennt man das, als der Prophet gesagt hat, dass die alle mitkommen, die sind nicht mitgekommen. يا كعب ابن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية أنت كعب ابن مالك ومرارة ابن الربيع هلال ابن أمية داسنت مخلفون يا äh, diesen halt nicht uh, يعني تخلفوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم دي سكستة أوسلام فانيا دي هوشلا دي منافقون يا دا دي سكس جروبن فون منشن دي هالت سو هاوزة أو إن مدينة جبليبن سنت أوسا ديزة سنت ألا صحابة رضي الله عنهم أجمعين ها مدين بروفيتن صلى الله عليه وسلم ريشتون تبوك لبا كشوستا Und äh, Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu ardha Amir muminin war in der ersten äh, Gruppe, nämlich wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu denen gesagt hat: Ihr müsst in Medina bleiben. Ja? Und äh, da die Munafiqun, da die Heuchler äh, gesagt haben, äh, yani, äh, weil der Prophet sauer gewesen sei auf Sayyidina Ali oder. Äh,

Ja, Burdan, ja, Burdan, li auch istifqalan, Ja, dass der Professor, sallallahu halt nicht mag, dass Ali kommt und so weiter, das war diese Propaganda, die die Munafiqun, die Heuchler, verbreitet haben in Medina. Ja, und alles Sayyidina Ali, Emir al-Mu'minin, a.s., dies halt gehört hat von den Munafiqun, oder dies, das er hat es das gehört, dass manche Leute das gesagt haben, und er war, in Medina liebe Geschwister er war äh, halt äh, er hat auf die Ehrlbet aufgepasst ja und als er das gehört hat ist er rausgegangen von Medina zu dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. und ein anderer Riwaya sagt der Rijaya dass er dass, dass äh, yani Ali, anhu Ardha, auch äh, halt geweint hat als er das gehört hat ja und das steht auch in Muktasar تاريخ ibn أس Block 17, Seite 345, ja dass er geweint hat, ta'ala anhu arda. Und deswegen ist er zu dem Propheten weinend gegangen und hat gesagt, Ja, Rasulallah, Rasulallah, lässt du mich hier stehen mit den Frauen und den Kindern und du lässt nicht, dass ich mitkomme und mit, Krie also mit ins Krieg ziehe, sagt Sayyidina Ali zu dem Propheten, sallallahu alaihi wa, wa sallam. Und da, darauf hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt, liebe Geschwister? بس من ده رضي الله تعالى عن أجمعين أبو بكر عمر وعثمان آل د الصحابة غاؤس علي إز توازه أهل البيت أوف إن أهل البيت زين نحنو ديزا فيا فاطمة علي وحسن حسين زندان دازن أنا فمي أنا أشتمف من في آل علي آل عباس آل جعفر آل حمزة يا Das sind Al-Ali selber, radiallahu ta'ala, anhum alayhi wa sallam, ajma'in. Ja, das sind Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ja, deswegen musste Sayyidina Ali auf sie aufpassen. Ja, vom, also Mit dem Befehl des Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Alles Sayyidina Ali, halt, von das alles, der das gehört hat, ist der raus zu dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Das heißt, wäre erstmal Ali nicht raus, dann hat er der Prophet dies nicht gesagt, bevor wir es sagen. Ja? Alles Sayyidina Ali. جغان استو دم خوفيتن صلى الله عليه وسلم هات كزاكت يا رسول الله اتخلفني في النساء والصبية يا رسول الله يعني لست مش من فخون ام كندن شتين في زاك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي يا ja? Und da steht in Sahih bukhari liebe Geschwister, 3706. Und auch Ja, 2404. Okay, dieses Hadith. Deswe deswegen sagen die Rafi Rakuk bei euch in Sahih Muslim Bukhari steht, dass der Khalifa nach dem Prophet sallallahu alaihi wa Ali ist. Natürlich, das ist eine Lüge, liebe Geschwister. Und das müssen wir leider immer sagen. ja Obwohl wir äh, solche äh, Sachen nicht sagen yani wollen, aber das müssen wir sagen. ja Das ist. Äh, äh, Definition ist richtig, ja. Wenn man sagt, es ist eine Lüge, ist eine Lüge. Da kommt man nicht drum da kann man nicht sagen, das, was die sagen, kann, kann stimmen oder kann nicht stimmen und so weiter und so Sondern das ist eine Lüge, liebe Geschwister. Ja, das ist eine Lüge. Kedib nennt man das in Arabischen. Und die Schia sind berühmt mit Lügen. Ja, die sind wirklich, die haben die Nase vorn. Ja? weil hier der Professor sagt, Allah an minni bi Haruna min Musa illa Was hat das jetzt mit der Khalifa zu tun? lieber Geschwister, dass der Seine Ali nach dem Tod des Propheten ﷺ jetzt Khalifa ist, ja? was ist das für ein Acker, lieber Geschwister? Ja. Deswegen sagen Sie, da der Prophet ﷺ oder da äh, der Prophet wasallam, hier zu Ali gesagt hat, du bist äh, also dein Gleichnis ist wie Gleichnis von mir, ja? Yani, ja, yani der Prophet wasallam, sagt, als ob er in, in Stelle von Musa wäre und sein Bruder ist wer? Harun. <sus> <sus> <und Salat> ja, so stellt der Prophet, sallallahu alaihi sagt, dein Mansila ist genauso wie der Mansila von Harun von Musa. Ja, deswegen sagen die Rafidah, Shi'at Majus, die sagen, deswegen, das ist der Delil dafür, dass Ali Khalifa ist nach dem Prophet, sallallahu alaihi wa und das ist natürlich nicht richtig und das ist eine Lüge. Ja, die erste, oder wenn wir das jetzt äh, beantworten, diese Schubha, sagen wir als erstes, die sagen, da der prophet sallallahu wa sallam, gesagt hat ante minni bi manzilati harun du bist äh, die gleichnis von harun äh, von musa ja jani sagen wir min harun ja ist es von den manasil von harun dass er nach dem tod seines bruders die umma der damalige umma führt ist das tatsächlich passiert liebe geschwister hat Harun nach dem Tod des Propheten Musa, والسلام, hat er, ja, yani Harun, die Umma geführt nach dem Musa, Ja, natürlich nicht, liebe Geschwister. Der Mansir von, von Harun oder der Manaqab von Harun ist es nicht, dass er nach dem Tod von Sedna Musa die Khilafa übernimmt sondern, oder, oder die Führung übernimmt, sondern wir wissen, liebe Geschwister, und das scheint die Shia halt nicht zu wissen, dass Sayyidina Harun, a.s. gestorben ist vor Sayyidina Musa, a.s. ungefähr mit ein Jahr. Ein Jahr vor Sayyidina Musa ist Harun gestorben, liebe Geschwister, und das scheint die Shia nicht zu wissen. Und das steht auch in Tariq al tabari Block 1, Seite 304, und al von Ibn Kathir, Block 1, Seite 297. Ja? Das alles erstes, liebe Geschwister. Alles zweitens, äh, Seydna Harun, والسلام, ist doch äh, geblieben, ja? Äh, und Seydna Musa, والسلام, ist doch gegangen mit dieser, äh, dieser paar männer oder diese Rijal, mit äh, zu äh, halt, äh, wo Seydna Musa Seydna Harun gelassen hat, in, in, in dem Ort da, äh, in Damaligen Ort, wo uns Sayyidina Musa ist, mit diesen paar Männern losgegangen. ja, Die Mikati ja. Das ist alles zweites, lieber Geschwister Das ist ein Widerspruch. Wenn die sagen, der sie von Harun ist, dass er nach, als Musa gegangen ist mit diesen Männern zu dem Mikat von Allah ist Harun doch geblieben. Aber Ali ist doch nicht geblieben. Ali ist doch dem Propheten sallallahu hinterhergegangen. Ja. Das alles, alles alles zweitens, ja, wenn der wenn der Man, Man, wenn der oder Manqibah von Harun, das wäre, dass er halt geblieben ist, alles Musa gegangen ist zu dem Miqat von Allah Tabarak ta Warum ist Ali, warum ist Ali nicht geblieben in Mekka? Äh, in Medina, meine ich. Warum ist der dem Prophet Sallallahu hinterher gegangen? Ja, warum ist Sayyidina Harun nicht hinter Musa gegangen, als Musa gegangen ist zu dem Miqat von Allah Tabarak ta mit diesen Männern? Ja. Warum ist Harun nicht hinter Sayyidina Musa her? Ja, das ist, das ist kein, äh, hier kann man kein Gleichnis machen, lieber Geschwister, das geht nicht. Ja, wenn die sagen, so wie Harun, ja, aber das, was Ali gemacht hat, ist nicht so wie Harun. Ja, alles Erstes, Harun ist gestorben, und deswegen kann man nicht sagen, dass der Ali Khalifa ist, weil er die Menschheit von Harun hat. Harun ist vor seinem Bruder gestorben.

ولو لم يأتي علي للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هذا الكلام. Und deswegen weil als سيدنا Ali traurig war und gegangen ist hinter dem Propheten her als er als der Prophet ihm befohlen hat dass er in Medina bleibt ja und als der Prophet gegangen ist und ist nach nach ihm ist سيدنا Ali hinterher gegangen und als der Prophet صلى الله عليه وسلم gesehen hat dass er traurig traurig ist dann wollte er ihn halt äh, beruhigen Und deswegen hat er das gesagt, sallallahu alaihi wasallam, sallam, liebe Geschwister. Ja? Äh und deswegen hat er gesagt, ich habe dich nicht, der Professor Sanat hat gesagt, ich habe dich nicht äh, gelassen in Medina, weil ich nicht wollte, dass du mitkommst oder wie dieser Munafik und das sagen, sondern für eine ma Ja? Nein, sagt der Professor Sallam. أتعلم أن موسى لما خرج للقاء ربه ترك هارون لم يكن هذا منقص لهارون يا لم يكن هذا منقص لهارون عليه السلام يا دا فايست نيشت سيدنا موسى gegangen ist rausgegangen ist hat sein Bruder Harun in Stelle gelassen Dass ich dich zurückgelassen habe in Medina. Erinnerst du nicht dass Sayyidna Musa alles hier gegangen ist zu dem Mikat von Allah Ta'ala? -ta hat er nicht seinen Bruder zurückgelassen? Doch. Ja? Er hat ihn beruhigt, sallallahu alaihi wa sallam. Das alles drittens, liebe Geschwister. Ja? Alles vierten sagen wir. Äh, Und dann, als der Professor auch gesagt alles als er traurig war, als er, ja, äh, yani, Ali traurig war, hat der Prophet ihn, wie gesagt, halt, ihn halt beruhigen wollen. Und dann hat er gesagt, in kama abqa Musa Harun, genauso wie Seidna Musa Harun gelassen hat, Harun hinterlassen hat, dass er in seine Stelle ist, bis er zurückkommt, ja, zu dem Mirat, genauso, ich habe dich, Anna.

Ali war nicht der Führer in Medina, liebe Geschwister, Der professor hat Ali gelassen, dass er auf die Ahl al alle, auf was die Frauen des, Pro des Propheten und die Familie des Propheten alle, ja, dass er auf sie was nicht, dass er Wali ist in Medina, dass er Führer ist in Medina, ja? Das sagen auch al-Sirwi ibn Jarir und ibn Kathir liebe Geschwister, ja? al-Tabari, Seite 368. ونت دا زاكتي ان الوالي على المدينه كان سباع بن عرفطه رضي الله تعالى عنه يعني تاريخ الطبري ابن كثير زاك ان البدايه والنهايه بلوك ثم ذات السيبن دا ان ان الوالي على المدينه في تلك الغزوه وهو محمد ابن مسلمه

Und Alhamdulillah, deswegen hat er zu den Propheten gesagt, send mir jemanden, der den khums sammelt. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi von Mekka aus Sayyidina Ali geschickt, geschick, gesandt zu Sayyidina Khalid sallallahu alaihi wa sallam damit er den khums holt, liebe Geschwister. Das heißt, Ali war nicht in Medina. Ja, Ali, der Prophet hat ihn nicht als Führer in Medina gelassen, sondern war ein anderer Sahabi sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Aber dass die Rafire sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Gleichnis von Sayyidina Ali mit Harun dargestellt hat, yani genauso wie Musa Harun äh, zurückgelassen hat, so lasse ich dich. Yani. Die Stellung von Ali ist so, eben wie die Stellung von wer? Von Sayyidina Harun. Ali Da sagen wir, liebe Geschwister, dass der Prophet, sallallahu alaihi äh, zu Sayyidina Abu Bakr gesagt hat und Sayyidina Umar, äh, dass sie... كما <applause> يعني سيدنا أبو بكر شبه أبا بكر وعمر بأعظم من هارون ففي غزوة بدرين لما كانت قضية الأسرى واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فرأى أن يعفو عنهم وأن يفاديهم قومهم ورأى عمر أن يقتلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إن مثلك كمثل إبراهيم ذاك دي صلى الله عليه وسلم دايقناش دايقناش نس يا أبا بكر دي غزو فون فون بدر لبقش Alles, äh, halt, äh, viele von den Qurayshiten gefangen genommen sind, ja. Äh, der Prophet hat Istishara gemacht. Istishara heißt Befragung. Er hat Sayyidina Abu Bakr und Sayyidina Umar gefragt, was sollen wir mit diesen Gefangenen machen, die gegen uns gekämpft haben. Sayyidina Abu Bakr Sadiq ta'ala hat gesagt: Ja, Rasulallah, äh, vergibt, vergib diese Leute. Das sind, das sind halt äh, Leute äh, von unseren. Jani gegen von unseren Familien. Immerhin sind Quraysh alle verwandt miteinander. Ja, sind von unserer Familie. Das kann sein. Jani, wenn Allah will, dass Allah gibt den hidayah und du kannst von den Fidya nehmen. Ja, Fidya heißt zum Beispiel, der ist ein Gefangener, er muss eine Aufgabe erfüllen, damit er befreit wird. Zum Beispiel, er muss zehn Leute, zehn Kinder von, 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 von Medina zum Beispiel das Lesen und Schreiben beibringen. Oder die Familie von dieser Gefangenen muss ihn befreien mit, 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 mit zum Beispiel so viel Geld und so weiter und so fort. Das nennt man Fidya, ja. Das hat Sedna Abu gesagt, dass wir die, sie nicht töten sollen, ja. Sayyidina Umar, Amir al-Mu'minin, hat gesagt, nein, die waren gegen uns, die sind alle Mushrikun, Kuffar, deswegen müssen wir sie alle töten. Anhu, Umar. Da hat Sayyidina Rasulullah Wasallam ein Gleichnis gemacht zwischen Sayyidina Abu Bakr und Sayyidina Umar. Da hat der, der Prophet Wasallam zu dem Sayyidina Abu Bakr gesagt, Ja, abu Bakr, dein Gleichnis, dein Beispiel ist genauso wie, ja, yani dein Gleichnis ist so wie Ibrahim. يعني ها ها سيدنا أبي بكر في إبراهيم gleich so dieses Gleichnis genauso was سيدنا أبو بكر gesagt hat genauso hat auch إبراهيم gehandelt genauso wie أبو بكر gehandelt hat genauso hat سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام gehandelt und immer gesagt hat in سورة المائدة في الصفحة 118 liebe Geschwister رب إنهن اضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم Ibrahim, äh, Vers äh, 36, liebe Geschwister. Vers 36. Das war Surat Ibrahim. Vers 36, wo, wo äh, Sedna Ibrahim sagt: Mein Herr, sie haben viele von den Menschen in den Irren geführt. Wer mir nun folgt, der gehört zu mir. Und wer sich mir widersetzt, so du bist, äh, du bist ja all vergebend und barmherzig. Das ist der Gleichnis von Sedna Abi Bakr mit Sedna Ibrahim. Und der Prophet صلى الله عليه وسلم gesagt, أبا dein بكر, gleich, dein ja, genauso wie عيسى, سيدنا عيسى. Jetzt stellt der صلى الله عليه وسلم, den gleichnis von, سيدنا رسول, سيدنا أبو بكر متwehm, سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. سيدنا عيسى gesagt إن تعذبهم فإنهم عبادك, وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Das ist in surat المائدة, في 118 liebe Geschwister. Wo سيدنا عيسى sagt, wenn du sie, Strafst, so sind die, so sind sie deine Diener. Und wenn du ihnen vergibst, so bist du ja der Allmächtige und Allweise. Deswegen hat auch Abu Bakr genauso gehandelt. Amma, ja? Umar, Amir Umar, muminin Muomenin, Adam, Adam, Arsikisrawa, Vater, Gdaulat, Majus, Iran, da ist der Professor Salam hat, 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 hat zu ihnen gesagt, ja, Umar, كمثل دين غلايشنس يعني ده الله عليه هنا سيدنا عمر جزاك دين غلايشنس است genauso يعني في سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام جزاك تادي في صورة نوح في 26 وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة يا ده زاكت سيدنا نوح ونوح زاكت ما انهيه Lasse auf die Erde von den Ungläubigen nicht einen einzigen Bewohner. Genauso hat Sayyidina äh, Umar Amir im ihn gehandelt, als die Kuffar gegen die Muslimen gekämpft haben. Dann hat er gesagt: Ja, Rasulullah, da sind alle kufar Mushrikun, wir müssen sie alle töten. Ja, genauso wie wer, wie nur Nuh salam. Und da sagt auch der Prophet zu äh, Sayyidina Umar: Wa ya Umar Musa وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. سورة يونس عليه الصلاة والسلام فيس 88. ده sagt سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وموسى زاك ذا انصغا du hast ja فرعون Und seine führenden Schar im diesseitigen Leben Pracht und Besitz gegeben. Unsere Herr, damit sie andere von deinem Weg in die ihre führen. Unsere Herr, lösche ihren Besitz aus und schnüre ihren Herzen fest, Herzen fest, so dass sie nicht glauben, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen. Das ist der Gleichnis von wem? Der Gleichnis von Sedna. عمر يعني دي صلى الله عليه وسلم هات دي سيدنا عمر مت سيدنا نوح وسيدنا موسى وديك لايشنس ابو بكر الصديق مت سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى عليهم الصلاه والسلام اجمعين داكش تتلي باكش فشبه ابا بكر بابراهيم وعيسى وشبه عمر بنوح وموسى واولئك من اولي العزم وهم خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا هاد تبقى في صلواته سلم دي قلاش أبو بكر مد إبراهيم وعيسى ون سيدنا عمر مد نوح وموسى ده قشتون في بس العزم إبراهيم وعيسى ون ونوح وموسى ون دي هي sint دي فضل ودي سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام. إذن وهم أفضل من هارون بدرجات صلوات الله وسلام عليه أجمعين فليس تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بهارون بأفضل أو بأعظم من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر بإبراهيم وعيسى وموسى ونوح عليهم الصلاة والسلام أجمعين بك شو استاذ دس yeah. uh, uh, war eine, halt eine Antwort auf diese Schufe, Barakallahu Fikum. Da kann sein, dass die Schia sagen, pass auf, aber der Prophet, sallallahu alaihi عليه وسلم Sagt, أنت مني بمنزلة هارون من موسى, يعني, علي ist نفس النبي. علي ist نفس النبي. So stellen die das auch da, liebe Geschwister. Die sagen, علي ist der Gleichnis von dem Prophet. يعني, علي ist der gleiche wie der Prophet. So stellen die ihn da, liebe Geschwister. Ja, die sagen, äh, علي ist نفس النبي. يعني, الاتحاد والحلول, nennt man das. Ja, da sind die Sufis. Äh, Äh, berühmt in dieser ganzen Geschichte, ja? die sagen, der, der Ali ist der gleiche Neffes von äh, dem Propheten, wenn wir das sagen, das ist natürlich ein, ein يعne, wie soll ich das sagen, das ist eine Sache, die man das nicht sagt, wenn Ali genauso der Prophet ist, ja die sind gleich, oder wenn, wenn Ali, äh, wie die Schia sagen, er ist wie äh, halt eigener Bruder, für den Prophet, ja, das kann nicht sein, liebe Geschwister. Ja? Leiblicher Bruder geht nicht. Warum? Weil hat Sayyidina Harun a. S. S. die Tochter von Sayyidina Musa geheiratet, liebe Geschwister? Hat er das gemacht? Eine Frage, logische Frage. Hat Sayyidina Harun die, die Tochter von Sayyidina Musa geheiratet? Natürlich nicht, das geht nicht. Ja, das ist verboten. Und es ist genauso verboten, yani wenn Sayyidina Ali lab, wie leibliche äh, Bruder wäre vor dem Prophet, wie kann es sein, dass, dass er die Tochter des, von seinem Bruder heiratet? Liebe Geschwister, das sagt keiner, der ein bisschen Aql hat, barakallahu fikum. diese Schia haben leider, die äh, normalen Schia haben wirklich deren Aql ausgeschaltet. Funktioniert nicht, liebe Geschwister, tut mir leid. Ja? Und wir versuchen halt mit diesen Videos die wach zu kriegen, barakallah das was die, das wie die Sayyidina Ali darstellen, diese ganzen Roulou, wirklich bringt sie äh, aus dem Islam heraus und die wissen das nicht, ja, mit diesen ganzen Roulou, barakallah fikum, und äh, beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, machen wir mit einem anderen Schubhabayte, subhanakallah wa bihamdik, naschadu an la ilaha illallah, nistaghfuru ka wa natubu ilayk, subhanarabbik rabbil azzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalinah, walhamdulillahi rabbil alaminah.